Die HK416 ist eine der geliebtesten und gefeiertesten Waffen in Escape from Tarkov. Und das auch nicht ohne Grund, denn das ist einfach die Waffe mit der höchsten Feuerrate im 556er Kaliber. Also wirklich eigentlich von Haus aus, von den Stats her schon ein absolutes Biest. Und auch eine der Waffen, die tatsächlich vom letzten Recoil-Buff extremst profitiert hat. Freunde, heute im Play-by-Play geht es komplett um die HK416 und erstmal für die Leute, die neu hier sind, das Play-by-Play-Format ist ein Format, wo ich euch mit in die Runde reinnehme und euch eins zu eins erkläre, was tatsächlich in meinem Kopf vorgeht, wie ich bestimmte Audio-Cues verarbeite, einfach in der Hoffnung, dass ihr möglicherweise aus meinen Fehlern lernt oder falls ich irgendwas Gutes machen sollte, dass ihr das Ganze replizieren könnt. An der Stelle, ich bin der Nico, der Twisted, schön, dass ihr am Start seid und wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like, Kommentar und kostenlos, aber da würde mich sehr supporten und haut mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Waffe und Map-Kombination ich im nächsten Play-by-Play spielen soll. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Freunde, wir sind einmal im Bild angekommen und hier geht's, wie gesagt, natürlich einmal um die HK und zwar in diesem Hybrid Fast Full Recoil Bild etwas irgendwie, also ich habe auf jeden Fall ein RK2 vorne dran, aber MOE und Rubber Butt Pad hinten dran, einfach um noch dem Ganzen so ein bisschen mehr Ergo zu geben. Man könnte ja auch den SE5 vorne dran machen und schon hätte das Ding deutlich mehr Ergo. Allerdings bin ich einfach der Meinung, dass Ergo absolut overrated ist in Escape from Tarkov. Und naja, Ergo wird euch nicht das Leben retten, Recoil allerdings schon. Deswegen guckt also auf jeden Fall, dass ihr eine Waffe habt mit deutlich besserem Recoil. Und das ist hier die These, dass ich einfach ein bisschen mehr Recoil versuche, beziehungsweise weniger Recoil versuche zu bekommen auf dieser Waffe. Das Ganze wird gespielt mit der 856er1. Einfach weil ich das Gefühl habe, diesen Wipe, dass es die Munition ist, die am meisten, ja, die am verfügbarsten sein wird für die meisten Spieler. Und einfach um auch nochmal darzustellen, dass diese Waffe halt einfach die höchste Feuerrate hat und trotzdem gut durch eine 5er Armor und Co. durchschreddern kann bei dieser entsprechend erhöhten Feuerrate mit einer etwas schlechteren Munition. Das ist ja sowieso eine Sache, die wir diesen Wipe aktuell deutlich, deutlich mehr sehen, dass Waffen mit einer hohen Feuerrate mehr gespielt werden, ähnlich wie die SR2 und MP7 auch unter anderem, die dann einfach eine etwas schlechtere Munition nutzen können, aber die Munition einfach schneller rauspumpen können, um den Gegner trotzdem zu töten. Klar, etwas höherer Munitionsverbrauch, aber durch diese ganzen Händler-Veränderungen, die wir gesehen haben, diesen Wipe, sehen wir halt einfach diese Waffen mit diesen etwas höheren Feuerraten deutlich, deutlich mehr an Tarkov. Und ja, deswegen sehen wir uns das hier auch mit der HK nochmal genauer an. Ansonsten zu meinem Loadout eigentlich komplett Standard. Wir sind heute auf Reserve unterwegs, das hatte ich auch schon in meinem Stim-Guide gesagt, falls ihr den verpasst haben solltet, der ist da oben irgendwo jetzt aktuell verlinkt. Wir spielen einmal den Trimadol, einfach weil der einen Painkiller-Effekt hat. Und wenn ich auf Reserve unterwegs bin, gehe ich einfach davon aus, dass ich innerhalb der ersten paar Minuten irgendwie fighten werde. Das heißt, Painkiller-Effekt am Anfang ist ebenfalls sehr wichtig, neben dem Endurance, Stärke und Ausdauer-Buff und alles Mögliche. Das heißt, ich kann am Anfang sehr schnell rennen und sehr weit rennen vor allen Dingen. Und falls mir irgendwie ein Bein gerissen wird, weil wenn ich auf dem Weg bin zu irgendeinem Gebäude, dann habe ich nicht diese humpelte Animation und bin direkt ready to go und kann weiter rennen und möglicherweise den Fight überleben. Wir gucken jetzt, dass wir uns wirklich direkt als allererstes erstmal in Richtung Bunker orientieren, weil ich glaube, da werde ich in allererster Linie durch die Feuerrate von der Waffe ganz gut profitieren können. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Raider killen auf der Map. Also von daher, die Questen direkt auch noch mit Progress. Auf geht's. Trimadol ziehen wir uns rein und dann schauen wir mal. Links von uns ist ein PMC-Spawn, geradeaus vor uns rechts ist ebenfalls ein PMC-Spawn und Glukar kann vor uns spawnen. Also, mal schauen, was jetzt daraus wird. Ich meine, hier unten sogar kann jemand drin spawnen. Nee, okay, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin absolut kein Reserve-Main. Deswegen, Reserve ist bei mir immer eine extra, nennen wir es mal kreativ. Ich glaub, kreativ ist ein echt ganz gutes Wort dafür. Ist eine kreative Map, wenn ich sie spiele, weil ich habe einen kleinen Hasskick auf die Map, aber irgendwo komme ich dann doch drauf klar? Es ist wie Tarkov. Es ist einfach eine Hassliebe. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll. Der Bunker kann manchmal nice sein. Die Runden auf Reserve, wenn sie gut laufen, fühlen sich echt ganz gut an. Und wenn sie halt wirklich nicht laufen, dann, dann ist der Tilt-Faktor bei mir zumindest aktuell sehr hoch. Aber, okay, Sniper-Kollege. Oh boy. Ja, und da ist das Bein weg. Alles klar. Puh, alright. Der Kollege wird uns wahrscheinlich nicht pushen, ne? Das ist jetzt schwierig. Wir hauen uns mal eben kurz noch den Propital rein. Wir könnten versuchen, den zu pushen, aber dann haben wir halt wieder die Problematik. Was mache ich von da oben aus? Danach könnte ich natürlich unten in den Bunker rein.
Ansonsten, wie path ich jetzt am besten, dass ich den Sniper so wenig wie möglich konfrontiere bzw. Schussfeld gebe? Meine Armor hat auf jeden Fall direkt schon einen Shot getankt. Das ist ganz in Ordnung soweit, aber ist halt blöd für alles Mögliche, was jetzt im Bunker passieren könnte. Ich will den Boy oben nicht facen. Deswegen versuchen wir jetzt einfach so ein bisschen das Hardcover zu benutzen. Und ich möchte jetzt einfach hier reinrennen. Und weiter geht's. Ich glaube, hier könnte auch schon ein Spieler drin sein. Deswegen sollten wir mal eben kurz einen Ticken langsamer gehen. Passt. Oh, das ist nicht gut. Okay, er überlebt es. Okay. Ich hätte gedacht, dass er da fällt. Aber gut, ich war auch nicht hundertprozentig drauf. Warum? Wo hat der hingeguckt? Hat der mich nicht rennen gehört? Moment. Hat der das nicht gehört, dass ich im Vollsprinter angekommen bin, oder was? What? Muss ja. Okay, ich bin maximal verwirrt, alles klar. Ich sehe gerade schon, dass meine Hydration und meine Energy schon ein bisschen runtergeht. Also ich will jetzt auf jeden Fall schon erstmal, dass wir uns den SJ-12 hier reinziehen. Und das sind Shots irgendwo rechts von uns. Okay. Schauen wir eben kurz, was der Kollege hier für eine Waffe dabei hat. Die nehmen wir uns als Secondary-Waffe mit. Falls interessant. Eine 101, das Ding hat keinen Recoil, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine solche Waffe sollten wir auf jeden Fall im Start haben. Das kann definitiv nicht schaden. MBSS nehmen wir mit. Tetris. Okay. Er hat schon einen Spieler gekillt. Gar keine schlechte Info. Hier können wir das Survival-Kit mal eben kurz austauschen. Und dann mal eben kurz überprüfen. Ups. An das Rädchen von meinem Headset gekommen, dass ich da irgendwie jetzt weniger gehört habe. Zack. Und dann haben wir hier auch wieder Nasdaq-Munition. Perfekt. Wir haben gerade jetzt noch ein paar Shots gehört. Ich könnte jetzt natürlich greeden. Und versuchen, die Boys hier oben zu facen. Ich denke mal, dass sie hier oben sein werden. Ich weiß nicht, wie die Audiosystem bzw. die Audio-Layer generell auf dieser Map funktionieren. Es ist, kann sein, dass die vielleicht auch im Bunker waren, die Shots. Aber sicher bin ich mir nicht. Oh, wow. Okay. Weiß nicht genau, wie ich das jetzt facen soll. Wir haben einen Skeff, der ist rechts von uns mad. Wir überprüfen erstmal ganz kurz Painkiller 56 Sekunden. Das wird unangenehm. Wir hauen uns direkt noch einen Painkiller nach, weil so wie wir in den Fight gehen, wird's blöd. Und los. Ich verstehe die Audio nicht. Hätte ich nicht in seiner Zeit gehen sollen, um langsamer zu werden? Okay, keine Ahnung. Ich konnte nicht identifizieren, dass der Kollege da direkt vor mir steht. Alles klar, also da habe ich, ich hätte absolut raten müssen, wo der Kollege vor mir ist. Ja, ich habe mich für den langsamen Peak um die Ecke entschieden, einfach weil ich keine Informationen hatte. Und ich dachte mir, ey, dann kann ich möglicherweise auch noch reagieren und direkt ins in den Fullspray gehen. Aber ja, in dem Fall muss ich, glaube ich, einfach mehr darauf angewöhnen, dass ich einfach einen Running Peak mache. Das heißt einfach wirklich komplett mit voller Geschwindigkeit über die andere, auf die andere Seite renne, um dann mal eben kurz Informationen zu holen und dann wieder zurück, um dann den Peak halt wirklich komplett durchzuziehen, einfach diese Running Peaks ein bisschen mehr zu nutzen. Ein Tag auf, das ist mir selber irgendwie schon aufgefallen in meinem Gameplay in der letzten Zeit, dass ich einfach irgendwie deutlich mehr dazu tendiere, irgendwie ein statisches Ziel für den Gegner zu sein, und das ist einfach nicht sehr intelligent. Ich hätte ihn einfach full facen können, oder beziehungsweise hätte einfach mit dem Running Peak die Info holen können und dann in den Face reingehen sollen. Und das wäre, glaube ich, der bessere Call gewesen, aber probieren wir das Ganze auch direkt nochmal. Jetzt wirklich allerdings auch hoffentlich dann ohne, dass ich von einem Sniper irgendwie angeschossen werde. Und wir gucken auf jeden Fall, dass wir uns instant in den Bunker orientieren. Ja, so richtig sehe ich, ist es auch genau der gleiche Spawn. Ja, meine ich, ja, vorne, Train Station, richtig. Ja, gleiches Spawn, easy. Okay, same thing, but different, genau. Also hoffentlich diesmal, wie gesagt, ohne Sniper. Mal schauen nochmal, ob hier jemand transporten kann. Ich meine irgendwie eine Erinnerung zu haben, dass ich hier irgendwie, nachdem ich gespawnt bin, irgendwie von einem PMC gefaced wurde.
Aber ich weiß nicht mehr, woher das kam. Also kann sein, dass da irgendjemand drin spawnen kann. Müsste ich mir in der Map nochmal angucken, aber... Bis jetzt, bis ich es anders weiß, werde ich da auf jeden Fall gucken, dass ich das jedes Mal checke. Da ist ein Spieler doch gerade nach rechts gerannt. Oder bin ich dumm? Hä? Bin ich dumm? Was? Habe ich da nicht gerade einen Player gesehen, der hier drin möglicherweise gespawnt ist? Hä? Das Blut ist doch safe nicht. What do I have? Habe de... Hä? Blue. Heavy blue. Habe de... Hä? Hä? Was? Okay, Bunker, alles klar. Ne, okay. Mhm. Bunker einfach. Alles klar. Einfach Bunker. Nope. Stellen keine Fragen. Wir stellen einfach keine Fragen. Nope. Alles klar. Ne, wollte ich jetzt gerade... Ich weiß nicht, warum ich mir irgendwie gedacht habe, dass ich meinen eigenen Tipp, beziehungsweise meine eigene Denkweise gerade... direkt verwirklichen wollte, weil ich wollte einen Running Peak machen. Weiß nicht, warum ich das bei der Tür versucht habe. Okay. Hey. Kreativ. Nehmen wir mit. Und das ist auch die falsche Richtung. Wir hatten unten rechts gemusst. Reserve ist eine tolle Map. Ich spiele die nicht häufig. Ich spiele die einfach nicht häufig. Bitte bleib bei mir. Aber wir haben auf jeden Fall Shots gehört. Das ist eine andere HK. Hier unten? Ich will mal versuchen... Oh, das könnte... Das ist dumm, was ich jetzt versuche. Kommt man hier nicht raus? Ja, ich meine schon. Ja, ich glaube, das ist meine Höhe. Ich möchte darüber rennen. Ich möchte da mitmachen. Das heißt, um da hinzukommen, wenn wir hier einmal in das Gebäude rein, dann haben wir ein bisschen Hardcover. Und rennen dann rüber. Painkiller ist ausgelaufen. Das heißt, beim nächsten Sprint brauchen wir wieder 9. Propi, kurz Ausdauer regenerieren lassen aufs Maximum. Und dann geht's rüber. HK, Shotgun. Das waren, glaube ich, so die Waffen, die ich bis jetzt gehört habe. Das sind die Infos, die zwei Spieler, nach denen wir suchen. Und oder Scav. Keine Info. Unten? Ich meine, man könnte sich beim Markt schon fetzen. Aber hört man das? Ich weiß nicht, wie die Audio hier funktioniert. Das ist mein ganz, ganz großes Problem. Ich weiß nicht, wo ich was höre. Oh, ich vermisse die alte Audio einfach, dass ich, als ich genau wusste, wie die Audio war. Ich wusste einfach, dass die Audio scheiße war. Und ich wusste, dass sie konstant scheiße war in gewissen Elementen. Die Tür hier ist offen, die dürfte nicht offen sein. Okay, das heißt, hier wird man sich sehr wahrscheinlich gefetzt haben. Dann wird die Person nach unten gegangen sein. HK ist unten, alles klar. Verstanden. Ist das eine M4? Ah, da bin ich mir unsicher. Strom? Nope. Unten liegt aber auf jeden Fall was. Alles klar. Strom, ja. Safe. Jump.
Nice. Okay. Okay. Gut, also ich wusste nicht, wie ich das einzuschätzen habe. Bin froh, dass ich gerade die Partei war, die wirklich, ja, die Audio-Inputs bekommen hat und ich dadurch einfach third-partyen konnte. Weil ich war wirklich, wirklich unsicher. Ich hatte halt jetzt wirklich einfach den Vorteil, dass ich die Person war, die zu viel war. Ne? Also ganz simpel. Ich wusste nicht, wie ich die Audio-Informationen irgendwie einzuschätzen habe, was wo genau die Gegner jetzt genau sind. Aber wir haben einen P90 hier. Das ist schon mal ganz nice. Gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal den Kollegen hier an, weil das müsste wirklich eine HK gewesen sein. Und ich glaube sogar eine... Ah, ich dachte gerade schon, das wäre der alte Metabild tatsächlich von der HK hier gewesen. Aber nein, war es nicht. War es nicht. LSA, no bad. Nehmen wir mit. Gucken wir mal, was die alle hier dabei haben. Auch ein 40er Magazinspieler. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 40er Magazin im Vergleich zum 60er Magazin hat bei den ganzen 5-6er Waffen einfach den Vorteil, dass sie deutlich, deutlich weniger Ergo ziehen. Ich meine, die ganzen 60er Magazine fangen bei ca. minus 16 Ergo an. Hier sind wir bei minus 7 und dadurch hast du halt immer noch mal wirklich so einen kleinen Fable für Ergo, wenn du da Bock drauf haben solltest. Muss man aber halt wirklich in dem Fall nicht unbedingt. Und das ist halt schon mal ganz nice. Die P90. Holzen wir mal eben kurz ein Magazin in die Wand. Das levelt gleichzeitig unser Recoil Control. Ich persönlich spiele keine P90. Das heißt, also die gesamte Munition, die ich jetzt hier drin hätte, wäre komplett Waste. Einfach, weil ich sie selber nicht spiele. Sie ist beim Händler gefühlt gar nichts wert. Und deswegen, ja, hau ich sie halt einfach weg. Pack sie in den Recoil Skill einfach, dass ich mit jeder einzelnen automatischen Waffe danach ein besseres Waffengefühl habe, wenn ich sie schieße. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Spieler. AK-74, nehmen uns einfach nur die Attachments mit, mehr brauche ich nicht davon. Rest können wir auf den Boden schmeißen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde tatsächlich jetzt schon fast dazu tendieren, dass ich sage, yo, wir gehen einfach nach oben. Und dann nehmen wir den Extract über die Red Rebel. Nehmen wir einfach einen Red Rebel Extract. Das sind alles Scavs, so wie es aussieht. Scav/Raider, aber... Ne, nicht unbedingt. Nope. Nope, 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 nope. Ich merke auf jeden Fall, ich merke gut den Inertia-Kick aktuell. Muss ich mal gucken, ziehe ich mir jetzt schon Mule? Muss nicht unbedingt. Erstmal Golden, das ist jetzt das Wichtigere. Einfach, weil ich hier weiß, dass der Bunker wirklich eine PvP-Zone ist. Ich weiß, ich kann jederzeit noch gepusht werden von einem anderen Spieler. Deswegen, gucken wir einfach mal. Ob ich hier noch irgendwie was finden kann. Bisschen sehr offensiv, wie ich jetzt hier renne. Eigentlich Glück, dass ich hier noch lebe. Normalerweise müsste hier schon gefaced werden. Okay, ich habe jetzt schon mein Profil gezeigt. Also eigentlich, wenn da was gewesen wäre, hätte ich jetzt schon Shots bekommen. SVD, alles klar. Und gefühlt die Waffe mit der schlimmsten Quest. Nämlich die Punisher Questline. Ich hasse diese Waffe so sehr. Genau aus diesem Grund. Eine Impact muss das sein. Bäh. Bäh. Hier hau ich mal eben kurz einfach irgendwo hin, dass er nicht mehr im Spiel ist. Ah. Zack. Weg damit. Das hörte sich so an, als ob der irgendwie... über mir wäre. What? Audio und Tarkov. Alles klar. Ich stelle keine Fragen mehr. Alles gut. Alles gut. Ich habe gar nichts gesagt. Schauen wir eben kurz, dass wir hier noch möglicherweise die einzelnen Slots voll kriegen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Dann heißt es, glaube ich, Red Rebel Extract. Falls ich nicht noch was hören sollte. Wobei, ich merke auch gerade, dass... ich halte mir so wunderbar so ein 3x3 Square in meinem Rucksack parat, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Koron 4x3 ist. Deswegen, selbst wenn, ich könnte sie nicht hier hinpacken, um dann einfach damit zu extracten. Bedeutet, die sind eh gezwungen, eigentlich den Bunker zu nehmen. Hering ist scheiße viel Geld mal wert. Lass mal eben kurz den Humpback ernehmen. Das heißt, wir sind gezwungen, D2 zu nehmen. Strom ist auf jeden Fall an. Funktioniert D2 noch? Beziehungsweise funktioniert D2 noch? Der war irgendwie eine Zeit lang ein Bug. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich diesen Extract nutze, mit dem er nicht mehr buggy ist. Ich glaube, ich nehme den Mule einfach mit, just to be safe. Ja, dass ich mich einfach deutlich besser bewegen kann.
eine bessere Bewegungsfreiheit habe, werden wir jetzt in den Extract reingehen. Und dann heißt es checken, ob man D2 überleben kann heutzutage oder nicht. D2 ist ja, glaube ich, neben Emmacom und D2. Neben Emmacom ist D2, glaube ich, der verkämmteste Exit. Wenn nicht sogar... Ich wüsste nicht, was schlimmer wäre. Haut es mir gerne mal ebenfalls auch in den Kommentare, neben den Map-Wünschen und Loadout-Wünschen, die ihr vielleicht möglicherweise habt fürs Play-by-Play, haut mir da gerne wirklich auch nochmal einen Kommentar rein. Ja, was ihr schlimmer findet. Emmacom oder D2, was Exit-Camper angeht. Ich glaube. Ich meine, ich hätte mir wahrscheinlich eh schon eine gefangen. Also wenn da wirklich jemand liegen würde. Ich meine, du kannst hier oben, kannst du dich drauflegen. Du kannst dich hier irgendwo in die Ecke rein head glitchen. Das ist auch richtig, richtig unangenehm dann in dem Fall. Ja. Also die Granate, die ich hier schmeiße, das ist schon... Oh, ich hasse es, wenn diese Tür offen ist da hinten. Ich hasse es so sehr. Das muss das sein. Oh Gott. Oh, ja, gut. Alles klar, ich hätte mir eh schon eine gefangen. Schön, wenn mein Movement einfach so funktioniert, wie ich das genau auch gebe. Aber mir ist sowieso auch in den letzten Tagen aufgefallen, dass ich gerade das beste Tarkov spiele. Deswegen ist das schon okay. Ich muss einfach mal wieder in den Grind reinkommen. Und dann lübt das Ganze wieder. Können wir hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier ein bisschen Loot bekommen. Gerade die Werkzeugkiste ist an der Stelle ganz nice. Gucken wir mal, vielleicht noch ein paar Screenouts, Bolts oder sonst irgendwas. Wobei die auch alle mittlerweile in diesem Wipe wirklich extremst im Preis gesunken sind. Ich denke mal auch einfach, dass wirklich viele Spieler unter anderem auch Streets of Tarkov natürlich farmen. Oder, ja, noch nicht unbedingt Streets of Tarkov farmen, aber Streets hat natürlich auch einfach einige Spawns mit der riesigen Fabrik in der Mitte, die halt einfach sau viele Industriespawns halt bieten. Ich denke mal, dadurch sind halt auch die Preise einfach relativ niedrig, diesen Wipe für gerade diese Items. Könnten jetzt schon die Player-Scaps eigentlich sein, wenn ich drüber nachdenke, ne? 27 Minuten in dem Raid. Wir gucken auf jeden Fall jetzt mal, dass wir hier rauskommen. Weil gerade gegen eine Player-Scav-Armee muss ich jetzt nicht unbedingt fighten. Gegen Player-Scavs kann man in den meisten Fällen eigentlich nur verlieren. Es sei denn, die haben möglicherweise einen... wie heißt es? Eine Labs-Karte dabei. Aber das passiert ja auch im seltensten Fall. Also, dass hier wirklich mit geilen Sachen gespawnt sind. Deswegen versuche ich da jetzt nicht so ganz drauf zu gehen. Beziehungsweise wir gucken, dass ich einfach so schnell wie möglich aus dem Raid rauskomme. Und jetzt ist natürlich die Problematik. Genau, wenn ich jetzt hier die Tür öffne, dass dann irgendwas zurückkommt. Ne, keine. Kein GL, keine Impact, kein gar nichts. Und jetzt vielleicht? Nein, nein, auch nicht. Okay. Tür ist zu, hier oben sitzt auch keiner. Hier bitte auf jeden Fall hingucken, Freunde. Weil gerade dieser Spot da oben ist richtig, richtig ekelhaft. Achtet da auf jeden Fall drauf. Und dann heißt es, D2 ist nicht verkämmt und wir können ohne Probleme rausgehen. Let's go. GG's. Wirklich in der Runde, jetzt in der zweiten Runde einfach sau, sau viel Glück gehabt an der Stelle, dass ich da einfach lebend rausgekommen bin, beziehungsweise nicht lebend rausgekommen bin, aber dass ich einfach die Partei war, mit der man in dem Moment absolut nicht gerechnet hat. Man hat gesehen, dass der eine Spieler auf einmal nach rechts geguckt hat, irgendwie vielleicht auch aus dem Fight heraus resetten wollte, von dem, also der Spieler, der mit dem HK-Spieler sehr wahrscheinlich zusammengespielt hat. Und möglicherweise wollte der aus dem Fight raus resetten und hat mich in letzter Sekunde dann noch irgendwie gehört und wollte dann noch mir das Leben schwer machen, aber... Ja, wirklich einfach eine gute Position, glückliches Timing auf meiner Seite mal gehabt. Zwei Spieler gekillt und auf geht's. Nehmen wir mit, Freunde. Wenn euch das Video gefallen sollte, beziehungsweise das Format gefallen sollte, wie gesagt, ein Like und ein Kommentar ist sehr appreciated für den Algorithmus. Und jetzt, viel Spaß in euren Raids.